Leute, hier ist wieder Devilmaus aka Zeta von theyoungfamily.de und willkommen auf unserem Minigame-Server. ich werde heute einfach mal eine Runde Mindset aufnehmen und euch das Ganze auch mal zeigen. Ja, wie gesagt, ihr joint hier halt auf unserem Minigame-Server über das Portal halt von unserem Hauptserver aus und geht dann halt hier rein und seht, bei Mindset ist gerade jemand sogar drin. Ja, werden wir mal auch einfach joinen. Ich wundere, ich habe das schon mal eine Runde gespielt, also habe ich gerade schon ein bisschen kleine Ausrüstung. Aber ich kann euch ja trotzdem zeigen, man landet dann halt hier am Spawn halt. Hier könnt ihr euch halt dann alles durchlesen, worum das Spiel, also worum es hier drin halt geht, welche Befehle ihr eingeben müsst. Dann seht ihr, welche Items halt es gibt. Es gibt halt diverse Waffen, die teilweise manchmal noch ein bisschen verbuggt sind, weil wir dann noch Sachen umstellen oder so und da nicht wundern. Hier gibt es halt auch Sachen, Items drin. Ja, um das Ganze zu starten, gebt ihr halt slash mindset ein und dann werden wir mal eine Runde versuchen zu spielen. Ja. Oh, ich habe jetzt meine Items natürlich verloren, also fangen wir natürlich auch ganz von neuem an. Gut, das Wichtigste ist, hier unten in der XP-Leiste, seht ihr zum Beispiel, wenn ihr rennt oder so, seid ihr natürlich ein bisschen lauter und dann werdet ihr natürlich die Zombies ein bisschen mehr pullen halt. Also werdet ihr euch halt auf euch ziehen, ne? Ja, das ist von uns eine Map gebaut halt, beziehungsweise umgestaltet halt auch, ne? Ich werde jetzt einfach mal bisschen versuchen Richtung Land zu kommen oder irgendwie in Richtung Kiste. Hier ist es halt wichtig zu überleben halt, man muss halt eine Kiste finden und ihr solltet euch bemühen auf jeden Fall alle Sachen immer bei euch zu haben, ne? Kisten sind ziemlich viele eigentlich versteckt, also sollte recht einfach zu finden sein. Wir schauen mal, ich bin jetzt hier am Rand der Insel und hier bei den Steinfeldern, da kommen, wird noch was hingebaut, aber ich suche eigentlich gerade die Fabrik, weil die müsste eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Ich laufe jetzt einfach mal weiter und dann schauen wir mal. Ja. Ich will nur aufpassen, dass ich halt nicht unbedingt welche Zombies pulle oder so. Ja. Bisher sind sie ja ganz loyal zu mir, sag ich mal so. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, mein Set, wir... Oh, ich bin jetzt aus Versehen gerade gerannt und ihr seht, ich habe jetzt hier die ganzen Zombies gepult, ne, und ich wurde natürlich gleich von einem erwischt, ne. Wie soll das auch anders sein? Ne. Ja, ich werde jetzt bluten, weil ich habe gerade diesen dunklen Bildschirm bekommen und es stand auch im Chat, ich brauche eine Bandage jetzt. Ja, das heißt, ich müsste mich beeilen, um meine Kiste zu finden. Ihr seht, ich verliere Blut. Ich werde auch langsamer dadurch und ja, ist halt nicht sehr vorteilhaft, wenn man gerade gegen Zombies oder so kämpft oder so. Nee. Ich bin ja auch gerade im TS drin, also nicht wundern, wenn hier irgendjemand auf dem öffentlichen Kanal sozusagen, also beziehungsweise wenn hier jemand joint, weil ich gerade auf dem öffentlichen Kanal bin. Ja, kann jetzt passieren halt, ne, sag ich mal so. Ne. Ah, da oben ist eine Kiste, aber da sind so viele Zombies, das ist... Nee, da will ich nicht hin. Aber ich muss hier mich beeilen, weil ich habe nämlich... nicht rennen. Das Rennen sollte man sich hier auf jeden Fall ganz schnell abgewöhnen. Na, ich bewege mich lieber ein Sekündchen langsamer, als wie hier rumzurennen. Oh, pff. Also nicht wundern, wenn ihr die Musik im Hintergrund hören solltet, das ist ein Radiosender halt, ne, und, ja. Musik sollte euch hoffentlich gefallen, ne? Das ist halt so ein bisschen ein elektronischer Mix halt. Ja, die wird von unserem netten Musikbot abgespielt und, ja, ich muss unbedingt eine Kiste finden. Ansonsten, ich werde die Aufnahmen beenden, werde jetzt eine Folge erstmal draus machen, wenn ich halt sterben sollte. Dann beende ich die Folge und dann werde ich halt beim nächsten Mal nochmal von neuem anfangen. Ne. Es ist gerade ein bisschen kritisch, ganz ehrlich. Hier müsste doch irgendwo eine Kiste sein, sag mal, das kann nicht wahr sein. Dass hier gar keine Kiste ist. Also ich weiß selber, ich habe selber sehr viele gesetzt, das sind über 100 Stück. Ne, über 200 Stück, sorry. Da oben ist eine. Da, die werde ich mir mal holen, weil da ist gerade kein Zombie auch in der Nähe. Und das ist jetzt, glaube ich, die einzige Möglichkeit, jetzt erstmal irgendwie an eine Bandage zu kommen, ohne... Ah, da oben ist ein Zombie. Nur an dem komme ich vorbei, denke ich mal.
Ja, was soll ich noch dazu erzählen? Unser Server, wir gibt's halt über 2 Jahre gibt's uns schon. Und ja, jetzt ist halt ein Bungee-Cord-System halt eröffnet sozusagen und probieren uns halt an verschiedenen Sachen jetzt halt noch mehr aus. Unser Sky-PvP ist ja schon allgemein sehr beliebt und kommt ja sehr gut an. Oh, jetzt bin ich gesprintet. Das war nicht gut. Das hat aber nicht gemerkt. Ja, unser Sky-PvP ist ja wie gesagt allgemein beliebt, ne? Und oh, es ist natürlich keine Bandage drin. Aber es ist zumindest schon ein Heiltrank drin, womit ich meine Herzen heilen kann. Ne? Weil hier, wenn man volles Essen hat, regeneriert man halt auch nicht. Ne? Und ich werde mir gleich auch noch ein Schluck Wasser reinziehen. So. Und dann werden wir mal versuchen, irgendwie weiter Richtung nächste Kiste zu kommen. Ne? Das Dumme ist, ich verliere jetzt natürlich auch weiter Blut. Ne? Und ja. Ja, wie gesagt, ich verliere mal den Faden. Wir probieren uns jetzt natürlich an so verschiedenen Minigames natürlich. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, den Mindset-Server hier in Alpha-Status halt, wo wir unsere Sachen halt natürlich selber einstellen und ähnliche Sachen halt machen und so ein bisschen mit eigenen Plugins natürlich auch noch mit rum ausprobieren. Und ja, wenn ihr wollt, joint einfach unseren Server. Die IP steht natürlich auch in der Beschreibung. Und, ich habe eine Rüstung und Waffe. Ah, eine Bandage, sehr gut, sehr gut. So. Ich werde jetzt natürlich erstmal die Rüstung anziehen. Ach so, ich habe eine Rüstung schon an. okay. So, dann werde ich natürlich die Bandage mal nehmen, wenn sie gehen würde. Theoretisch muss sie eigentlich gehen. Ah, okay, sie geht. Ja, manchmal sind sie irgendwie so ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, die Waffe funktioniert auch. Ich werde den Helm mal reparieren gleichzeitig. Weil dann habe ich natürlich ein bisschen mehr. Einen vollen Helm ist ja klar. Die Rüstung werde ich mir auf jeden Fall, wenn irgendwann mal kaputt geht. Essen habe ich ein bisschen was jetzt. Ja, vergiftet bin ich nicht wirklich. Kann ich schießen damit? Oh ja, ich darf damit schießen. Sehr gut. Die Munition werde ich mir auf jeden Fall einsparen. Na, also ihr seht, wir haben auch Waffen hier mit eingefügt. Ne? Um das Spielgefühl natürlich ein bisschen hochzuheben. Ne? Ja, genau. ja, das Wichtigste, wie gesagt, ist jetzt für mich halt irgendwie, dass ich eine Heilung ein bisschen mehr finde. Ich werde mein Wasser hier gleichzeitig auffüllen und noch betrinken. Das ist halt immer sehr gut. Verdursten werdet ihr halt nicht. Hier könnt ihr unser tolles Meerwasser saufen. Ne. Ja. So, auf zur nächsten Kiste. Wir haben leider noch keine Stadt gefunden, beziehungsweise ja, kein Haus oder ähnliche Sachen, Gebäude. Sind auf jeden Fall auch mit verbaut von uns. Da am besten mal auf unserer Homepage schauen. Da hat der liebe Jeff VTRF ein Weltbild, sage ich mal, also eine Karte gepostet und da seht ihr halt, wie die Map aufgebaut ist und ähnliche Sachen und ja, wo ihr ungefähr was finden könntet. Da hinten liegt ein Milcheimer und braucht man auch immer andere Sachen. Ist jemand gestorben? Ist auch niemand in der Nähe eigentlich. Schauen wir mal. So. Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Das ist leider auch keine Kiste. Und wir spielen gerade zu dritt. Nicht wundern, bei uns der Hauptserver sind jetzt wahrscheinlich auch schon über 20 Leute. Es ist irgendwie 8 Uhr früh. Mein Set spielen ist momentan halt so tagsüber, sag ich mal, so 15 bis 20 Leute. Ist bisher noch sehr angenehm, ist halt natürlich noch ein bisschen verbuggt halt, natürlich, weil wir halt, wie gesagt, in Alpha-Status im Teststadion halt noch sind, ne, und euch natürlich schon am Spielgefühl teilhaben lassen wollen, beziehungsweise uns auch Verbesserungsvorschläge halt machen lassen können, ne. So, ich habe jetzt auch noch gleichzeitig ein bisschen Antibiotikum gefunden und ähnliche Sachen. Und ja, bisher sieht es ganz gut aus. Waffen habe ich eigentlich ganz gut. 2 Schwerter erstmal, das sollte erstmal die nächsten paar Minuten reichen. Ne, und ja. Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall in ein Dorf oder eine Stadt oder so. Ne, bis ich dann theoretisch dann zur Not da die Aufnahme auch beenden könnte. Ne, und wenn ihr das mal mit mir zusammenspielen wollt, wäre auch vielleicht eine Idee, dass ihr mir Bescheid gebt. Und ich räume mir natürlich erstmal alles aus. Und dann könnte man ja vielleicht so das engagieren. Natürlich braucht ihr dafür ein Mikrofon, was halt einigermaßen ordentlich ist. Ich weiß, meins ist nicht das Beste, ne? Deswegen stelle ich nicht die höchsten Ansprüche. Also wir haben auch kein Roder oder Router, sorry. Ja.
Von da aus, ich habe jetzt gerade ein Haus gesehen, wie ihr gesehen habt. Da werden wir uns natürlich gleich mal hin verschleichen, weil in Häusern sind definitiv immer Kisten. Ne? Und ich werde mal kurz durchgucken. Ich habe ein Healing Ointment und also hier mit der Schere und mit dem Dings könnt ihr zum Beispiel auch andere Spieler heilen. Das ist halt wie eine Spritze oder so. Wenn es mal zu der Situation kommt, werde ich euch das auch zeigen. Ne? Ich habe auch Essen, habe ich jetzt ein bisschen was auch noch gefunden. Deswegen das Chicken hebe ich mir ein bisschen auf, weil es ein bisschen mehr heilt als wie ein Apfel. Deswegen ein Apfel anderthalb, so beziehungsweise zweimal anderthalb wären halt drei und dann habe ich halt natürlich wieder volles Leben. Haha. So, hier sind zwei Kisten drin. Eine Wasserflasche, die ich natürlich überhaupt gar nicht sehr benötige. Ah, Heilungstränke, das ist gut. Heilungstränke sind immer gut. Ich glaube, ich werde sogar auch einen davon nehmen. Ich werde einmal alles von einem... Oder soll ich es nehmen? Ja, ich werde es nehmen. Ne, das andere Schwert... Ah, hier ist noch eine Kiste. Ah, hier ist noch eine Waffe drin. Eine Olympia, eine Schrotflinte. Okay. Die andere ist hier ein Jagdgewehr, also das schießt auch auf weitere Entfernung. Damit kann ich auch theoretisch reinzoomen. Nee, okay, mit dem geht das noch nicht. Oder beziehungsweise geht's gerade nicht. Wir schauen... Also die Schrotflinte schießt auch schon mal auf jeden Fall. Der Grappling Hook ist jetzt zum Beispiel so, damit könntet ihr euch, kann man sich so ein bisschen hochziehen. Also wenn man mal, es gibt die Möglichkeit, also es ist halt wie gesagt auch noch ein bisschen schwierig zu machen, aber es gibt, ich muss es selber ausprobieren, ich habe selber noch nie, ich weiß aber, man kann sich auf jeden Fall so halt auch ordentlich ranziehen, ne? Das ist halt möglich, auf jeden Fall. So. Dann werden wir unsere weitere Reise antreten. Hier unser netter Prinzessinnenpalast, da habe ich mir ihn, glaube ich, getauft. Weil er so hübsch pink ist. Okay, da ist ein Zombie. Dann werde ich mal, glaube ich, die Schrotflinte. Ah ne, das ist ja das Jagdgewehr. Stirb. Ne, natürlich hat die nicht unbegrenzt Schuss. Also ich habe jetzt hiermit noch 19 Schuss, kann das sein? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Ja, 18 Schuss habe ich jetzt noch und Olympia habe ich noch einen Schuss. Okay, ja. Heißt wohl... Oha. Ich habe jetzt einen Zombie gepult. Den werden wir natürlich töten. Tschüss, kleiner Zombie. So, weiter zu unserem Ziel. Ich versuche die Zombies so einigermaßen zu umgehen. Also das solltet ihr versuchen natürlich auch zu machen. Umso weniger Energie verliert ihr, umso weniger Probleme habt ihr. So, unser netter Prinzessinnenpalast, ich bin hier angekommen. Ich denke mal, wenn ich hier die Kisten geleert habe, werde ich die Aufnahme, glaube ich, mal beenden. Und obwohl, nee, ich werde noch ein bisschen weitermachen. Und zeige euch noch ein bisschen das Spielprinzip hier von Bandagen, sehr gut. Nicht wundern, manche Bandagen sind vielleicht noch verbuggt, weil es da gerade ein Problem gibt mit dem Plugin. Daran sind wir aber auch schon am Arbeiten halt zurzeit. Joa, und hier ist natürlich nicht ganz so viel jetzt Tolles gewesen, Bandagen ist okay. Okay, doch, die Bandagen sind die richtigen. Essen habe ich auch genug, Wasser habe ich genug, zwei Waffen habe ich genug, also ich bin eigentlich recht gut ausgerüstet zurzeit. Natürlich ist hier auch PvP an, also ihr müsst halt darauf achten, so meistens machen die Spieler, die halt irgendwie friendly sind oder so, schreiben das halt im Chat oder machen halt diesen diese nötige Schwertbewegung, sag ich mal so. Und ja. Vertraut niemanden. Also mir ist schon öfter mal passiert, dass ich natürlich auch gekillt wurde. Ne, obwohl derjenige friendly gemacht hat. Aber nee. War er dann halt doch nicht. Hier möchte ich lieber nicht runter. Ich weiß, man kann hier überall runter und man kommt auch wieder hoch. Ne, weil die Map haben wir eigentlich sehr, sehr gut getestet. Ne, sag ich mal so. Ja, es sind halt noch ein, zwei Bugs im Spielprinzip, sag ich mal so. Deswegen ist es ja halt noch in der Beta-Phase. Ich habe am Anfang Alpha-Phase gesagt, aber die Alpha-Phase ist ja theoretisch heißt der Alpha. Zum Testen halt für die Leute, die das halt programmiert haben. Ne? Sobald es in die Beta gekommen ist oder so, werden halt auch Leute, die aus dem öffentlichen Prinzip mit teilnehmen können.
Hier sollte eigentlich normalerweise auch eine Kiste sein, weil das sieht mir hier sehr verdächtig aus. Ja, Partymucke im Hintergrund, ich weiß. Ibiza. Nein. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo wir herkamen. Hier kamen wir nicht her, das weiß ich, dass wir... Free XP, auch immer gut. XP bringt euch leider hier überhaupt nichts, weil verzaubern könnt ihr erstens nichts und zweitens... Ihr seht auch im Chat die blaue Nachricht jetzt unten links, ne? Dass ihr da... Sag schon, trinken, also getrunken habt und dass das euch besser geht dadurch. Oh, Yuka hat ihn gerade ermordet. Nicht wundern, wenn ihr getötet werdet oder sterbt, seid ihr eine Minute vom Server gebannt. Ja, das geht einfach nur, dass ihr halt nicht so schnell reconnecten könnt halt und euch an anderen Spielern direkt rächen könnt. Also meistens hilft das halt. Ist halt, wie gesagt, im Spielprinzip halt so mit inbegriffen, so, wir haben es halt auf eine Minute jetzt gemacht, wir hatten es anfangs auf 3 Minuten, fanden es dann selber halt auch ein bisschen lang und ja, deswegen haben wir es halt umgeändert. Ne? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt, glaube ich, hier einmal um die Insel schon rumgegangen, because hier war vorhin, glaube ich, das mit den... Also wenn ich um die Insel rumgegangen sein sollte und ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie doof ich bin. Ne, aber ja, ich bin hier rumgegangen, das war auf jeden Fall. Okay, gut. Alles klar. Zu geil. Im Fall einmal um die Insel gerannt in der Aufnahme. Ich werde jetzt mal auf den Berg so ein bisschen hochkraxeln, sag ich mal so, ne? Und dann. Ja. was haben wir da hinten? Haben wir da irgendwas? Also ihr könnt gerne natürlich Mods installieren. Ihr solltet natürlich keinen. Wir sind uns selber nicht im Klaren, ob ihr Reis Minimap oder Sans Minimap benutzen solltet. Natürlich eigentlich nicht, weil man andere Spieler darauf sieht und das würde das Spielprinzip natürlich zerstören. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich verbieten, aber so Mods wie Optifine oder so, die euch natürlich helfen, das Spielgefühl bzw. euer Minecraft ein bisschen fixer zu machen, könnt ihr das natürlich auch gerne reinmachen, da war ich ja vorhin auch drin. Ja gut, ich werde jetzt mich noch zu dem Haus vorkämpfen und dann werde ich mich in dem Haus ausloggen. Hier liegt schon wieder Free XP, hier ist jemand gestorben. Na, ich hoffe, hier sind nicht die Spieler gestorben, sie sind wieder beide da. Ich hoffe, ihr begegnet mir friendly, wenn ihr mir begegnet. Ne? Seht ihr, ich bin tatsächlich einmal um die Insel schon wieder rum, also die Insel ist nicht so groß, aber es gibt halt noch mehrere Nebeninseln, beziehungsweise innerhalb der Insel ist halt noch ein größerer Komplex, wo halt auch mehrere Gebäude sind und vielleicht so kleinere Dörfer, sag ich mal. Ne? Ich werde jetzt hier noch die Kisten looten. Und dann werde ich mich halt, wie gesagt, ausloggen. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder so. Wäre nett. Ne? Hier war auf jeden Fall ein Spieler gerade. Und, ja, schreibt mir was in die Kommentare über Verbesserungsvorschläge oder so. Wenn ich das weitermachen soll, könnt ihr mir da auch gerne was hinschreiben. Ganz wichtig, immer bitte ein Like hinterlassen. Das wäre gut, wenn es euch gefallen hat, weil es hilft mir, mein Video halt natürlich irgendwo weiter oben anzeigen zu lassen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.